Ein verschlafenes italienisches Nest hat sich zum Geheimtipp für Feinschmecker verwandelt. 10 Jugendliche wollten ihren sterbenden Heimatort nicht dem Verfall überlassen. Aus einem verlassenen Gehöft entstand ein Hotel mit Restaurant, das lokale Spezialitäten anbietet. Mit staatlichen Finanzspritzen werden Projekte wie dieses mitfinanziert, um die Landflucht zu stoppen. Ad oggi in questa struttura lavorano circa 10 ragazzi tutti quanti. Zurzeit leben hier etwa 10 junge Leute, alle aus der Gegend, alle aus Trevi nel Lazio. E quell'evasione che c'è stata negli anni precedenti. Wir bleiben, um die Abwanderung der letzten Jahre zu stoppen. Und wir geben hier jungen Leuten die Möglichkeit, Berufe zu erlernen, die fast in Vergessenheit geraten sind. Tra l'altro sono stati dimenticati e oggi solche Arbeit ist für Jüngere immer schwerer zu finden. Si mettono a fare questo tipo di lavoro. In ganz Italien sind etwa 700.000 historische Gebäude dem Verfall preisgegeben. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch in den ländlichen Gegenden wie hier in Lazio. Die geförderten Tourismus- und Kulturprojekte sind ehemalige Mühlen, Schlachthöfe oder Kasernen. Aber alle werden von ortsansässigen jungen Leuten auf die Beine gestellt, die bleiben möchten, statt in die Städte oder gleich ins Ausland zu gehen.